Beim Mond mussten wir schon allerlei Unsinn ertragen, aber unsere lieben Freunde wollen diesen auch noch über einem anderen Himmelskörper im Überfluss ausgießen. Und somit spreche ich dem Ganzen hier eine holographische Eigenschaft zu. Die fliegen extra, um die Sonnen zu ersticken. Und da sieht man drei Sonnen. Einem Kunstwerk zu tun haben, ein Masterpiece. Wie eine dicke, fette Spinne. Keine materiellen Körper, sondern elektromagnetische Gebilde. Das bedeutet, es gäbe in diesem Weltbild keine Nacht, sondern nur Tag. Der Horst Friese versuchte, das Sonnensystem mit einem Zimmer zu vergleichen, bei welchem in alle Richtungen etwas zum Reflektieren vorhanden ist. Das ist jedoch ganz und gar nicht der Fall. Das hätte ihm beim Mokieren der riesigen Entfernungen zwischen den Planeten eigentlich auffallen müssen. Zu beachten ist immer wieder, dass zwischen diesen angeblichen Planeten utopische Entfernungen liegen sollen. Und wenn auch hier Licht ist, dann ist das Licht auch dort. Wenn es aber dort ist, dann muss es auch hier sein. Die Nacht ist sehr wohl möglich durch den Schatten, welchen die Erde ins Weltall hinauswirft. Denkt der wirklich tatsächlich, dass wegen dieser paar tausend Kilometer, die hier sind, würde was ausmachen? Bei 150 Millionen Kilometer Entfernung. Giovanni hält derweil den größten Strom an der flachen Erde am Leben, nämlich dass die verschiedenen Temperaturen angeblich durch die Entfernung zur Sonne verursacht werden. Das ist falsch, besonders da die Erde ihr Perihel während unseres Winters durchquert. Nein, der Einfallswinkel ist entscheidend und unterliegt durch die Neigung der Erdachse im Verlaufe des Jahres einer Veränderung, welche die Jahreszeiten verursacht. Das Unverständnis für das gängige Modell ist damit abgehakt. Aber heute soll es ein bisschen mehr in die Offensive gehen, sehen wir uns das flache Modell also mal etwas genauer an. Die Entfernung der Sonne ist dort ein heikles Thema, denn Flachrädler verstricken sich dabei nur in Widersprüchen. Diese angeblichen Beweise einer nahen Sonne würden sie quasi direkt über den Wolken platzieren und damit in nur wenigen Kilometern Höhe. Gut, dass es einfach in ihrer fehlenden räumlichen Vorstellungskraft liegt und gut, dass der Astrotoni das höchst selbst demonstriert. Jedenfalls beobachten wir das nicht und wer an Geometrie aufgepasst hat, der sieht, hier stimmt was nicht mit der Heliozentrik. Dass die Sonne in ihrem Modell aber wirklich direkt über den Wolken sein müsste, zeigt auch eins ihrer Experimente. Die bekannten Aufnahmen von Wolfi 6020 der von unten beleuchteten Wolken passen wunderbar zum Globusmodell. Aber da auch ein dummes Huhn mal ein Korn findet, haben Flachrädler in ihrem Modell eine scheinbar sehr plausible Erklärung. Die Sonne kreist über der flachen Erde in gleichbleibender Höhe, entfernt sich von uns und wir sehen jetzt im linken Bild hier, so wenn sich die Sonne entfernt hat, ist es möglich, dass die Wolkendecke von unten illuminiert wird. Dies, die Taschenlampe, stellt die Sonne dar und das Brett hier vorne stellt die Wolkendecke dar. Erst einmal beachtlich, wie wenig beleidigend er ist, wenn er mal ein Argument hat. Hier sieht man es genau, die Sonne müsste dafür unmittelbar über der untersten Wolkenschicht sein und wenn es gut läuft, kann diese gerade mal 1 bis 2 Kilometer über dem Erdboden sein. Bereits eine Bergtour oder ein Flugzeug müsste dann ausreichen, um von oben auf die Sonne herabsehen zu können. Auch um Sonnenauf- und Untergänge zu erklären, müssen sie die Sonne sehr nah heranholen und dann richtet das schon ihre Lieblingsausrede. Ich weine um die Menschheit. Eine weit über der flachen Erde kreisende Sonne passt nicht dazu, dass wir die Sonne am Horizont sehen, aber seltsamerweise schieben Flachrädler die Sonne dann wieder in mehrere tausend Kilometer Höhe. Diese Sonne, die klein ist, 52 Kilometer groß, maximal um ein paar tausend Kilometer Entfernung, ich schätze 4000 Kilometer. All diese Gebilde sind nicht Hunderttausende oder Millionen Kilometer entfernt, sondern nur wenige tausend Kilometer. Toni und Giovanni sowie der Ostfriese liegen also um gleich 3 Größenordnungen auseinander. Einfach nur wow. Aber Wilfried, das hier sieht nicht nach etwas Elektromagnetischem aus, sondern nach festen Kugeln, die über der flachen Erde kreisen. Ja, was jetzt? Und warum fallen sie dann nicht runter? Tja, auch Tonis tieffliegende Sonne müsste irgendwo dagegen krachen, vielleicht gegen einen Berg oder Flugzeug. Es gibt aber noch ein anderes Problem.
Wenn sie wirklich nur wenige Kilometer hoch wäre, würden wir deutliche Größenunterschiede an verschiedenen Orten der Erde bemerken. Aber das tun wir nicht. Auch bei einer einige tausende Kilometer hohen Sonne, nehmen wir mal eine Äquator-Nordpol-Distanz, bleibt das der Fall. Am Nordpol hätte sie dann immer noch gut 70% ihrer Äquatorgröße, das wäre deutlich zu sehen. Um es auf 99% hochzubekommen, müsste die Sonne ziemlich genau 7 Äquator-Nordpol-Distanzen hochstehen. Die Widersprüche addieren sich auf. Dieser Unsinn kann nur auf eine Art gelöst werden. Bevor uns dieses die Unstimmigkeiten beiseite räumt, noch ein paar Bestätigungen, dass wir jetzt zum richtigen Modell gewechselt haben. Wolfi 6020 hat noch einen weiteren echt schönen Beweis des Globusmodells aufgenommen. Zwischen Tag und Nacht kann die Sonne in diesem nicht nur die Unterseite der Wolken beleuchten, sondern auch den nachtverursachenden Schatten der Erde in ihre Atmosphäre werfen. Und das ist sichtbar, zumindest solange die Atmosphäre noch dicht genug ist. Sehen wir uns mal einen Stab am Morgen und am Abend an. Auf der flachen Erde mit ihrem kuriosen Sonnenkegel steigt die Tag-Nacht-Grenze nach oben am Morgen und sinkt nach unten am Abend. Auf dem Globus ist es das genaue Gegenteil. Die Tag-Nacht-Grenze sinkt nach unten am Morgen und steigt nach oben am Abend. Anders könnte man auch sagen, auf dem Globus ist es umso länger hell, je höher man ist, auf der flachen Erde jedoch umso tiefer man ist. Die beiden Modelle machen also komplett verschiedene Vorhersagen. Es wird daher ein leichtes sein, eins davon beim Vergleich mit der Realität über Bord zu werfen. Am Morgen beobachten wir eine sinkende Tag-Nacht-Grenze. Am Abend dagegen ein Steigen. Die Berggipfel sind länger hell als die Bergwurzeln. Dabei habe ich natürlich darauf geachtet, Aufnahmen zu zeigen, bei denen andere Berge keine Schatten werfen. Jetzt das selbstständige Denken. Ein klarer Beweis für den Globus natürlich. Nein. Doch. Hier sehen wir nochmal deutlich die am Morgen sinkende Tag-Nacht-Grenze des in die Atmosphäre geworfenen Erdschattens und ebenso, dass auch der Berg einen Schatten wirft, der weitaus länger ist als er selbst. Die Aufnahme entstand in Hawaii, gut 2200 Kilometer vom Äquator und der Sonnenbahn entfernt. Für diesen Effekt muss die Sonne also auf der flachen Erde wenige hundert Kilometer hoch sein. Ständig diese Probleme hier. Herrlich, oder? So göttlich. Und auf dieser wird derweil wieder mit Gefühlen geschwurbelt. Diese Bewegung sorgt doch stets für Heiterkeit. Klar, deshalb krachen auch immer wieder mal Flugzeuge in die Sonne. Es ist so wie eine Wahnsinnlampe, die ihr auf dem Kopf habe. Dann kriegt ihr die Sonne richtig wie ein Stock auf dem Kopf. Hätte nicht mal die Strahlen gekriegt, weil die Sonne keinen Magnetismus mehr produziert für die Erde. Und egal wie tief sie schon gesunken sind, der Trend bleibt abwärts gerichtet. Johann glaubt auf seinem neuen Kanal natürlich immer noch alles aus seinen russischen Videos. Wo diese drei Sonnen sind. Und er meint, das ist die Reflexion von der Kuppel. Meine Güte, und das als Profi-Fotograf. Himmelskörper sind künstliche Objekte. Sie folgen einer Programmierung. Die Sonne ist elektrisch, meine Damen und Herren. Elektrisch. Die Sonne ist elektrisch. Den Tiefpunkt bildet natürlich wieder Toni. Seine Videos werden immer inhaltsloser, das deuten schon alleine die Titel und Thumbnails an. Steigende Leere füllt er nun mit Ansagen, wer seine Musik macht, Aufnahmen von Schmetterlingen oder er erklärt, warum er seinen Fans noch kein neues Jahr gewünscht hat. Tja, Toni, so langsam ist es vorbei. Selbst wenn mal was zur flachen Erde kommt, ist es nur begründungsloses Gebrabbel, warum doch alles ein Totschlagbeweis ist. Inzwischen kann er halt nur noch ununterbrochen seine ganzen leeren Phrasen wiederholen und wiederholen, um sie in die ebenso leeren Birnen seiner Fans zu donnern. Hier, das kam allein in einer Minute zustande. Herzlich willkommen zur beliebten und komplett unwiderlegten Reihe. Das Aufwachen zur aufgedeckten Flache-Erde-Realität, da hilft auch keine billige YouTube-Zensur.
Herr Globus, absolut absurd, lächerlich und primitiv. Es gibt auch keinen einzigen Flacherdler weltweit, der jemals wieder begonnen hat, an den schwachsinnigen Erdball im Vakuum-Weltall zu glauben. Wunderlicherweise kann er Vakuum trotzdem nicht richtig schreiben. Und es ist wohl kein Versehen, wenn das nicht nur einmal passiert. Und abgesehen davon, dass er keine richtige deutsche Aussprache beherrscht. Und seine Prüfungsergebnisse? Naja, formulieren wir es so. Er hat Yale mit 6 Buchstaben geschrieben. Tja, verstehe. Die Ähnlichkeit mit einer Sekte ist einfach unverkennbar. Der Niedergang der flachen Erde kristallisiert sich immer weiter heraus. Eine ihrer unsinnigsten Behauptungen bleibt aber wohl die Hypothese mit den kalten Sonnenstrahlen. Das nennt man kalte Fusion. Die Sonne ist kalt. Erstaunt er was? Ich zum Beispiel weine, weil andere dumm sind, denn das macht mich traurig. Das ist natürlich Unsinn. Weil die Temperatur da oben ist warm genug. Denn schließlich steigt mit zunehmender Höhe die Dichte der Sonnenstrahlen pro Fläche und das ist es ja, was die Temperatur bestimmt. Das Ganze lässt sich hochrechnen. Aufgrund der kühlenden Wirkung unserer Atmosphäre muss jedoch die Oberflächentemperatur des Mondes benutzt werden, die gut 100 Grad höher ist. Zudem lässt sich am Äquator die Solarkonstante messen, die eingestrahlte Energie pro Quadratmeter und Sekunde. Auch aus diesem Wert lässt sich die Sonnentemperatur ausrechnen. Beide Ergebnisse liegen sehr nah beieinander, sowie nahe am NASA-Wert. Das Spektrum der Sonne gleicht einfach dem Planck'schen Strahlungsgesetz für eben diese Temperatur. Eine Folgerung daraus beschreibt, welche Farbe heiße Objekte haben. Flachrädler zeigen uns höchstpersönlich, dass Sterne jeweils unterschiedliche Farben haben, nach der sie in verschiedene Spektralklassen einsortiert werden können. Unser Stern, die Sonne, ist weiß-gelblich. Wir hatten ja bereits, dass die durchgängig mögliche Beleuchtung der Pole Flachrädler vor ein Problem stellt. Hier hat ein Globi sich das mal in der Antarktis etwas genauer mit den Richtungen angesehen. Ich bin dagegen mal zur Arktis gegangen. Auf der kugelförmigen Erde ist es sowohl die Krümmung als auch die Rotation, welche zu Schwankungen der Sonne beitragen. Auf der flachen Erde ist beides bekanntlich satanisch, hier ist es nur die Bahn der Sonne. Das Globusmodell kann die Mitternachtssonne also wesentlich leichter erklären. Zudem kommt die Sonne im flachen Modell bei ausreichender Höhe nicht an den Horizont runter wie beobachtet. Zahlreiche Probleme. Flachräder scheinen das wohl auch zu wissen und es ist lustig zu sehen, wie sie sich rausreden. Was zum Urknall deckt die Sonne bei einer Sonnenfinsternis noch einmal genau ab? Etwa gar nichts? Je mehr wir über den Himmel herausfinden, umso weniger verstehen wir ihn, meine Damen und Herren. Manche behaupten, die dunkle Sonne Rahu würde sich vor die Sonne schieben und nicht der Mond. Die Spektralanalyse zeigt deutlich, hier stimmt etwas nicht. Wir kommen nicht weiter. Die zetetische Astronomie, die Astronomie der flachen Erde, ist nun mal nur spekulativ. Wenn das so weitergeht, könnte Toni vielleicht doch noch die Rückkehr zum Kugelerdler schaffen. Zum Schluss noch die große Frage, wie bestimmen wir denn im Globusmodell den Sonnenabstand? Bei Halbmond können wir den Winkel zwischen Mond und Sonne messen, das lässt sich beispielsweise wie folgt realisieren. Von einem Punkt aus wird zunächst ein dünner Faden Richtung Mond gespannt, die korrekte Ausrichtung kann durch eine Huldigung der Freimaurerei durch das Schließen eines Auges überprüft werden. Die können gar nicht anders sein, die müssen das zeigen. Die können nicht ohne diese Symbolik. Bei der Sonne ist dringend davon abzuraten, aber die Alternative liegt auf der Hand. Die Schnur darf nämlich nur einen Punktschatten werfen. Und wenn auch hier Licht ist, dann ist das Licht auch dort. Der Winkel zwischen den beiden Schnüren lässt sich nun einfach messen. Jetzt brauchen wir nur noch den Mondabstand und den kennen wir ja inzwischen. Dann ist alles da, um den Sonnenabstand einfach über den Kosinus dieses Winkels auszurechnen. 150 Millionen Kilometer Entfernung. Und mit dieser erneuten Bestätigung des Globusmodells verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. 150 Millionen Kilometer wäre 150 Millionen Kilometer Entfernung. 150 Millionen Kilometer
entfernt 150 Millionen Kilometer sich befindet, einfach 150 Millionen Kilometer Entfernung wäre 150 Millionen Kilometer ingetaner. 150 Millionen Kilometer, 150 Millionen Kilometer.